Auch der Sänger und Schauspieler Lukas Bermann und Katrin Menzinger tanzen jetzt einen Tango. Und so ein Tango ist ja nicht nur feurig und leidenschaftlich, sondern der Tango steht auch für die Aggression. Und die muss man bei Tanzen auch spüren. Aber so gespürt wie der Lukas hat es in 8 Staffeln Dancing Stars noch niemand. Das garantiere ich. Also wie wir da draußen gestanden sind, das war echt ein Nervenkitzel, den ich nicht so schnell wieder brauche. Lukas Permann und Katrin Menzinger. Deswegen werden wir jetzt nur mehr Gas geben, oder? Mhm. Ja, dann muss ich eigentlich nur die Hand daher halten. Mhm. Unser Tango erzählt natürlich eine Geschichte. Die Geschichte, dass er mich betrogen hat. Und dann kommt es zu einer Schlägerei. Was? Warum ist das lustig? Ja, aus Spaß wurde mal ganz kurz ernst. Natürlich hat man dann ein bisschen Respekt und ist ein bisschen vorsichtig und zuckt nur mehr zusammen. Aber ich muss jetzt noch arbeiten, dass ich die coole Sau wieder werde. Und dass wir es wieder rechtzeitig abfahren. K 02 tanzt einen Tango. Hier sind Lukas Permann und Katrin Menzinger. Wahnsinn, Special Effects habt ihr eingebaut, allein frisurentechnisch. An der richtigen Stelle fliegt das Haar. Das war gar nicht so leicht zu timen. Ja, na. Mit der Maske. Wir haben gute Maskenbildner, da kann man nicht meckern. Jetzt spielst du endlich einmal am Bösen bei uns. Fast was Mephisto-artiges hast du auf dem Tanzparkett heute Abend. Das ist meine Premiere, ja. Ja, die Premiere. Gibt es sonst keine dunklen Seiten? Pack aus, komm, also, wir sind unter uns. Also wir und die anderen 800.000. Also, wenn ich ganz bei mir bin, wo mich aber eigentlich alle sehen können, im Auto zum Beispiel, wenn ich im Stau stehe, da kommen sehr dunkle Seiten manchmal raus. Und da glaube ich mich dann immer unbeobachtet. Aber manchmal, glaube ich, schaut der daneben dann um und sagt so, hä? Du bist einer von denen, der vor sich hinbrüllt. Also. Hast du auch schon schlechte Seiten an ihm kennengelernt oder bis jetzt? Naja, in dieser Woche hat er sich ganz schön in die Rolle im Tango reinversetzt. Also er ist nur mit seinem Tango-Blick durch die Gegend gelaufen. Aber das wolltest du ja. Also, ja, das war sehr gut, sehr sexy. Sehr sexy. Thomas fand es auch sehr sexy.
Na, ich habe vor allem gefragt, Sie sind doch Ensemblemitglied im Tanz der Vampire, oder nicht? Ja, es ist ja ein bisschen eine Zeit her. Aber das ist da sehr zur Wirkung gekommen, natürlich, das Tango hier. Was mir sehr gut gefallen hat, war die ruckartigen Bewegungen und diese starke Dynamik in dem Tango drinnen, wie das eben gehört. Und von der Musik hat man wieder gehört, dass der Tango ja von Tambour kommt, also von der Trommel. Und diese schöne Musik hat das bestimmt auch unterstützt, diese tolle Show. Danke. Hannes. Die Show war okay. Körperlinien waren nicht okay. Die Linien stimmen überhaupt nicht. Das andere, was der Thomas gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Auf Wiedersehen. Welcher Tanz war es denn, Hannes? Du, keine Ahnung. nur sicher gehen zwischenzeitlich. Dankeschön. Ja, dann könnt ihr euch zum Klaus auf den Weg machen und wir warten auf die Punkte. Lukas Perrmann und Katrin Menzinger, ich glaube, das Fluchen im Auto können wir ihm gerne verzeihen. Und der Tanz, um den geht's jetzt. Hat der Ihnen gefallen, soll Lukas hier weiter tanzen in unserer Show? Dann anrufen 090 10 59 09 02. Großartig. Okay, bis Schön. Welcher Tanz war es denn, Hannes? Miriam, Pussy. Das ist ein Edelweiß, oder? Ja, hat man mir gesagt. Ja, schau aus, ich glaube, das ist ein Edelweiß. Lukas, dir und dem Marschan ist ja diese freie Woche gut entgegengekommen. Ihr habt etliches zu tun gehabt. Ihr wart in Sachen guter Zweck unterwegs. Ja, genau, wir haben diese Woche genutzt, also eh schon länger geplant, dass wir wieder eine Benefizgala für Haiti auf die Beine gestellt haben. Mit Unterstützung der Vereinigten Bühnen, wo ich wirklich sehr dankbar bin. Dass die zum dritten Mal. Zum dritten Mal, ja. Und haben wieder 64.000 Euro fast eingenommen. Ey, hallo, und insgesamt sind schon 200.000, was wir da sammeln konnten in den letzten Jahren. Also an dieser Stelle würde ich sagen, habt ihr euch einen Applaus vom Publikum verdient. Das ist großartig. Großartig. Yeah, 64.000 Euro, hallo. Da geht schon was weiter. Haiti, ja, das nach dem großen Erdbeben wirklich schwer zerstört worden ist. Und das zieht sich auch, weil die Wetterkapriolen da sind. Ihr wart aber schon auch in Haiti, ne? Wir waren zweimal in Haiti und haben uns das angeschaut. Wir unterstützen immer das Projekt von Sean Penn. Sean Penn, den haben wir in Wien getroffen, da hatten wir das Glück und der hat uns dann eingeladen und wir haben uns das dann angeschaut, haben diese Gala dann veranstaltet und haben ein Jahr später dann wieder geschaut, was da so passiert und es ist natürlich zach, es ist wirklich zach, aber es passiert was und es ist natürlich aus den Medien draußen das ganze Thema. Was zum Beispiel ist was Konkretes, was ihr seht, naja, das ist mit der Kohle gemacht. Sean Penn hat wirklich am Anfang eine Zeltstadt mit 60.000 Leuten gehabt, Obdachlosen und die ist jetzt dezimiert worden auf 14.000. Und in diesem Jahr soll sie ganz geräumt sein. Also der baut Häuser wieder auf, die eingestürzt sind, baut neue Häuser auf, baut Kliniken, betreibt zwei Kliniken, eine Schule. Also er ist praktisch die Oberaufsicht und die Oberherrschaft und ihr gebt es in seine Stiftung. Genau, und in seine... also wir können nicht in Haiti was machen, das geht halt nicht, aber wir wissen, dass er das Geld gut verwaltet. Großartig, ich finde das großartig. Und jetzt schauen wir zur Jury und schauen mal, wie viele Punkte ihr, beziehungsweise du, auf der nach oben offenen Wertungsrichterskala gesammelt habt. Bitte sehr. Hannes Nettball, bitte. 6. Bolasch Ecker. 7. Hey. Nicole. 6. Und Thomas Schäfer-Elmeier. 8. Wow. Insgesamt 27 Punkte. Danke. Sehr gut. Kann man sich freuen, oder? Ja.